Hallo liebe Modellbahnfreunde, heute zeige ich euch mein neues Brückenmodul mit Flusslandschaft und Gnitterfelsen in Leichtbauweise. Wie zu sehen, besteht das Modul am Anfang erstmal aus einem Rahmen in den passenden Maßen und bekommt dann einen Boden aus Holz eingezogen. Nachdem die Pfeiler mit noch Fertigteilen erstellt wurden, erfolgt jetzt ein erster Test mit dem Auflegen der Brücke. Für den linken Bereich habe ich mich für eine Felsenböschung entschieden und mit Styropor schon mal grob einen Untergrund erstellt. Die Ufersegmente habe ich dann aus einer großen Styrodur-Platte geschnitten. Bei der Wassergestaltung habe ich mich dann bewusst gegen das Gießharz und für eine Wasserfolie der Firma Noch entschieden. Nachdem ich erstmal gar keine Idee für die Gestaltung der Uferbereichung hatte, habe ich ein paar Beispiele dann ausprobiert. Vor dem Begrasen geht es jetzt daran, die Segmente mit einer erdbraunen Farbe vorzustreichen. Und so sieht es dann aus, wenn man anschließend mit dem Grasmaster einen schönen Rasenbelag aufbringt. Da auch dieses Modul zu einem Modulfahrtrag mitgenommen werden soll, besteht die Anforderung, dass es auch möglichst leicht zum Tragen ist. Deswegen sind die Felsen nicht aus Gips gestaltet, sondern die Unterkonstruktion aus Styropor erhält einen Überzug mit den Noch-Knitterfelsen. Nach dem Knittern der Fototapete wird diese dann mit der Heißklebepistole auf die Unterkonstruktion aufgebracht. Noch ein bisschen Streumaterial und ein paar Steine aus dem Garten. Schon nimmt der Fluss eine realistische Gestalt an. Für die Gestaltung der Uferbinsen hat dann ein Pinsel leider seine Borsten verloren. Noch ein paar Preiserlein aufstellen und mein Brückenmodul ist fertig gebaut. Zum Abschluss nochmal ein Eindruck, wie sich dieses Brückenmodul zwischen meinen beiden Streckenmodulen einfügt. Und mit dieser Sequenz sage ich Tschüss, euer Peter.